So Leute, bevor ich diesen Vlog beginne, gönnt euch erstmal den Sound. Huhu! Shit, Bro! Geil! Willkommen zum neuen Vlog. Heutiges Thema, ich habe für die Karre neuen TÜV gemacht und ich verkaufe mein Bike. Ja. Außerdem habe ich wieder den Leowinds drauf. Ich habe den jetzt richtig geil ordentlich zusammengebaut und ich muss sagen, scheiße, Mann, ist der laut. Also für den TÜV hatte ich jetzt den Oripod wieder draufgepackt. Und ich muss ehrlich sagen, mit dem Oripod geht die Karre so viel schlechter an. Also es ist echt... Boah, ist die laut, Junge! Boah, holy shit, Mann, krank. Mit dem Oripod geht die Karre echt viel schlechter an. Wirklich, also die geht... Ich muss da ein bisschen orgeln, bis sie angeht. Aber der Oripod kam drauf, weil TÜV. Ich wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und ich wollte mit euch so ein bisschen besprechen heute, was ich alles für den TÜV gemacht habe, damit die ohne Mängel durchgekommen ist. Und ohne Mängel auch nur in Anführungszeichen, weil mein Hinterrad ist eigentlich verschlissen. Also der ist wirklich so kurz vor der Verschleißgrenze, dass der TÜV-Prüfer, also... Wenn man jetzt wirklich sehr knauserig ist und genau ist, klar, dann kommt der Reifen durch, weil er kurz vor der Verschleißgrenze ist. Aber wenn ich jetzt so ein TÜV-Prüfer gewesen wäre, der halt echt keinen Bock hat, ne? Dann hätte ich auch gesagt, glaube ich, yo, du kommst damit nicht durch, mach einen neuen Hinterrad drauf und dann kommst du wieder so, weißt du? Aber da der Reifen im Prinzip noch gut ist, nur halt, wie gesagt, kurz vor der Verschleißgrenze, hat er mir nur einen Hinweis in die Prüfung reingeschrieben, dass der Reifen mal in nächster Zeit gewechselt werden muss. Und mir die Plakette aber trotzdem gegeben. Also mega korrekter TÜV-Prüfer. Scheiße! Junge, ist die laut, Alter. WTF! Also ich habe das Gefühl, die ist noch lauter als vorher. Und der DB-Killer ist drin. Auf jeden Fall. Korrekter TÜV-Prüfer. Es gab nur ein kleines Problem. Und das war wirklich das allererste, was, also als er meine Karre angeguckt hat, war das wirklich das allererste, was er gesagt hat. Also der TÜV-Prüfer kommt so, ne, und sagt so, alles klar, dann mach mal an, Lichter und so gucken, ne. Ich mach so Blinker links, Blinker rechts, Bremse und so weiter. Und er so, wo ist denn eigentlich deine Kennzeichenleuchte, Brudi? Ich so, wie Kennzeichenleuchte? Was ist das denn? Und dann gucke ich so mit dem hinten drauf, der so, ja, eigentlich muss das Kennzeichen beleuchtet werden. Ich so, ja, stimmt, lol. Und dann waren das so, das ist so übel versteckt, ich zeige euch das gleich mal, am Heck. Und da sind so drei kleine LEDs und die haben halt nicht geleuchtet. Ich habe das dann im Nachhinein repariert, noch bei Niklas auch, danke dafür Niklas übrigens. Der hat dann gesagt, yo, komm, ich habe eine Stunde in der Sonne stand ich vor dem TÜV, also vor dem GTÜ. Und musste warten, bis meine Karre dran war quasi. Und dann hat er gesagt, ja komm, du hast jetzt eine Stunde hier gewartet. Ich check die Karre jetzt komplett durch einmal. Und dann gehst du, reparierst die Heckleuchte und kommst morgen wieder, so nach dem Motto. Dann hat er die Karre komplett durchgecheckt, alles war in Ordnung. Der hat geguckt, dann halt, nachdem er die Lichter gecheckt hat, hat er geguckt, die Bremsen vorne, hinten halt. Bremsscheiben, Bremsklötze, ob die gut sind noch. Hat da vorne das Licht noch gecheckt kurz, Spiegel kurz drüber geguckt, aber war in Ordnung. Zu den Spiegeln gibt es übrigens auch noch eine Story, die werdet ihr mir nicht glauben, Leute. Das ist wirklich so geisteskrank, ohne Scheiß, dass mir das passiert ist, ist heftig random. Ja, aber dann zu den Spiegeln ist er gegangen und dann hat er gesagt, ja komm, dann mache ich eben eine Probefahrt. Hat noch so ein bisschen am Motorraum geguckt, ob da irgendwas am Ölen ist oder so. Und dann ist er aufgestiegen, eine Runde gefahren. In der Zeit habe ich den Niklas angerufen und gefragt, yo, meine Heckleuchte geht nicht, lass mal checken. Und dann war der Niklas, glaube ich, noch in Köln, hat da noch was erledigen müssen. Und dann habe ich schon mal, nachdem ich dann fertig war beim TÜV, da hat er gesagt, ja, also im Prinzip würdest du durchkommen durch TÜV, nur dein Hinterrad ist verschlissen. Ich so, ja, shit. Und dann hat er mir die Verschleißindikatoren gezeigt vom Hinterrad. Da hat er mir die Verschleißindikatoren vom Hinterrad gezeigt und habe ich gesagt, ja shit, da muss ich den neu machen. Und dann meinte er so, ja komm, ich mache dir den TÜV jetzt trotzdem, komm morgen einfach wieder, weil die Karre ist gut. Und
dann machst du die Reifen einfach selber im Nachhinein. Ich so, ja, gerne, kein Problem. Ich nach Hause, check die Heckleuchte so, baue das ganze Heck ab, baue dieses Mikroteil ab von dem von der Heckleuchte, check die Kabel davon, sieht alles in Ordnung aus. Hab alles auseinandergebaut von der Heckleuchte da, dieses LED, quasi das LED-Bauteil auseinandergebaut. Und da ist mir aufgefallen, dass der Draht quasi von der... Boah, Junge, dieser Sound, Alter. Dass der Draht von der... ja, komm, sag schon. 2000 Jahre später. Ah ja, dass der Draht sich vom Lot... ja, getrennt hat quasi, also ist abgegangen und deswegen gab es keine Verbindung mehr und deswegen ist das, hat das nicht mehr geleuchtet. Dann habe ich das kurzerhand getestet, indem ich halt den LED freigelegt habe und einfach die Drähte quasi an die Connections da gepackt habe. Und einfach nur um zu checken, ob die LEDs so funktionieren, die haben es auch noch getan. Und dann bin ich damit zum Niklas gefahren und der hat die dann neu verlötet. So, neu verlötet, wieder eingebaut, funktioniert, tipptopp, geil. Nächster Tag. Morgens um 8.30 Uhr, ich will zum TÜV fahren, was passiert? Wackelkontakt. Direkt verkackt natürlich wieder, Heckleuchte funktioniert schon wieder nicht. Ich so, hä, was ist jetzt los? Ich check die Heckleuchte nochmal, alles abgebaut, auseinandergebaut, geguckt. Die Verlötung war gut, da war nichts dran. Also habe ich an dem anderen Kontakt in der Klemme geguckt. Da hat sich ein Kabel gelöst von der Klemme. Ich so, fuck. So, das auseinandergebaut. Ordentlich wieder zusammengepackt, dass es fest war, zusammengebaut und damit zum TÜV, hat gehalten, perfekt und TÜV bekommen. Und jetzt kommt das Krasse, ich krieg den TÜV, fahre zwei Ampeln vom TÜV weg und hier dieser rechte Spiegel, da fällt mir einfach das Glas vom Spiegel komplett weg. Das war das randomigste ever. Ich krieg gerade den TÜV, alles in Ordnung, ich fahr los. Und durch die Vibration vom Motorrad, das Glas, zack, weg, lol. Ich so, Alter, was für ein Scheißglück muss man haben. Ich packe euch mal die Story, die ich dazu gemacht habe, bei mir in die, ins Video. Weil das glaubt mir eh keiner, Alter. Das ist so krass gewesen. Das hätte ich eigentlich vloggen müssen. So, Leute, Storytime. Ich habe literally jetzt gerade eben TÜV gemacht. Und während der Fahrt ist mir mein rechter Spiegel weggeflogen. Digga, Ironie des Schicksals oder was? Was geht ab? Die Armaturen, ein Spiegel fehlt. WTF. Geil, Mann. So random, ohne Scheiß. Aber geil. Scheiße, ist die laut, Alter. Ist da echt der DB-Killer noch drin? Ja, der DB-Killer ist drin. WTF. So krass laut, Mann. Ohne Spaß. Heftig. Boah. Junge, ey. Kann auch sein, dass ich mich halt natürlich an den Oripod gewöhnt habe und dadurch, dass der Leowitz so übertrieben laut vorkommt. Aber der ist so laut, Mann, das ist echt geistesgestört krank. Aber okay, man kann den natürlich auch leiser fahren, das geht ja auch. Aber ist trotzdem hardcore, ey. Ja, auf jeden Fall, so habe ich den TÜV bekommen. Ich habe das LED quasi repariert, einfach nur, weil es nicht funktioniert hat, beziehungsweise weil ein Kabel im Prinzip lose war. Und sonst war die Karre, so wie sie jetzt hier ist, gut. Nur wie gesagt, die Hinterreifen müssen halt neu. So, und warum ich den TÜV jetzt gemacht habe, weil eigentlich hätte ich ja noch TÜV bis Oktober gehabt. Aber ich wollte den jetzt machen, erstens, weil ich den jetzt auch bekomme, gerade wegen dem Reifen auch. Und weil ich jetzt demnächst eventuell eine längere Zeit nicht da bin. Und weil ich das Fahrzeug verkaufe. Das steht jetzt fest, also ich hatte ja schon ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich eventuell verkaufen will und auch warum. Jetzt steht die Idee, ich werde das Bike auf jeden Fall verkaufen. Oh, ich werde mal hier links abbiegen, kein Bock hier zu warten. So. Ich werde das Bike verkaufen, weil ich Bock habe auf etwas Tourentauglicheres. Also die SMC... Boah. Die SMC... Es ist jetzt nicht so, dass die SMC nicht tourentauglich ist, ist sie schon. Aber ich finde einfach, ich kann dieses, ich weiß nicht, ob ihr mich da versteht quasi, also ob ihr das auch fühlt. Aber ich kann dieses Cruisen einfach nicht genießen auf der SMC bei so 100 km/h. Das gefällt mir einfach nicht. Das Cruisen bei 100 km/h mit der SMC ist nicht genießerhaft irgendwie. Das ist so, das fühlt sich so ein bisschen so an, als
drehe ich sie einfach zu hoch und das gefällt mir einfach nicht. Und ich würde es gerne genießen können. Junge! Auf jeden Fall kann ich es einfach nicht genießen, wenn ich die so hoch drehe. Ich finde, die SMC ist mehr so ein Fahrzeug, boom, und dann kurz runterkommen lassen und dann wieder krass beschleunigen. Das ist so, es hat einfach ein krankes Spielzeug, also wirklich geisteskrankes Spielzeug. Was halt natürlich ein ultra geiles Fahrzeug ist. Und ich glaube, es wird mich auch richtig schmerzen, die SMC zu verkaufen. Ich kann mir einfach keine zwei Fahrzeuge leisten, sonst würde ich es machen. Aber ich würde jetzt halt echt gerne, gerade auch weil es mehr Freunde Fahrzeuge haben, also Motorräder haben, keine Supermotos leider, würde ich halt echt gerne mit denen auch Touren fahren Richtung Eifel oder auch vielleicht noch weiter weg. Und da würde ich halt im Prinzip auch über die Autobahn gurken quasi mit einem Moped. Nur nicht mit der SMC, weil ich finde auch, das sind einfach verschwendete Kilometer mit der SMC, wenn man Autobahn fährt. Das ist einfach so. Das ist so ein geiles Spaßgerät und ich finde, das sollte man auch so benutzen. Und ich finde, man sollte nicht damit über die Autobahn fahren, weil es einfach, das fühlt man einfach. Ich fühle es nicht auf der Autobahn mit der Karre, weißt du, weil das ist nicht geil. Das ist einfach, diese Karre ist zum Beschleunigen, zum Spaß haben, einfach nur wirklich, das ist das Fahrzeug. Wirklich, das Fahrzeug. Oder halt die 701. Aber nicht zum Cruisen auf der Autobahn, so, weißt du, das ist, ich finde, da verschwendest du echt den Motor für und die Kilometer, ja, das ist einfach, das ist unehrenhaft für das Fahrzeug, ja, das tut mir einfach in der Seele weh, wenn ich damit Autobahn fahren muss, so, oder Autobahn fahren. Deswegen, weil ich mir auch keine zwei Fahrzeuge leisten kann, werde ich das Fahrzeug verkaufen und mir eine, wahrscheinlich die XSR 700 holen, weil damit kann man gut cruisen und so. Ich werde da wahrscheinlich dann ein bisschen was am Ritzel- und Kettenrad machen, dass sie noch mal ein bisschen mehr Schub hat und hoffe, dass ich damit auf jeden Fall auch happy bin und den Kompromiss quasi habe. Nichtsdestotrotz, Leute, ich gebe das Supermoto-Leben natürlich nicht auf, weil das ist viel zu geil. Ja, also ehrlich, viel zu geil, weil... Scheiße, Mann. Kranke Scheiße, Bruder. Es ist viel zu geil und deswegen werde ich auch, nachdem ich mir einen T5 gekauft habe, wenn ich mir den leisten kann, nochmal eine Supermoto holen. Wahrscheinlich nicht die 96, weil auch die so ein Kompromiss ist, weil die ja eigentlich auch tourentauglich ist. Ich werde dann quasi full Supermoto gehen und ich will da auch gar keinen Kompromiss mehr eingehen, deswegen will ich quasi nur ein Stuntbike haben, womit ich nur stunte. Und von daher gönne ich mir wahrscheinlich, nachdem ich mir den T5 geholt habe, eine XC350 oder sowas, womit ich wirklich nur stunten gehe, nur auf den Spot gehe und Enduro fahre, weil dafür sind die Dinger halt gemacht. Ich will damit nicht auf Straße fahren. Ich werde die wahrscheinlich auch nicht anmelden dann, sondern wirklich mit dem T5 dann immer einfach auf dem Spot und dann passt das. So ist es geil. So habe ich, Alter, cooler Spot. So habe ich auch Bock drauf. Das sollte eigentlich genau so sein dann. Ja, so viel zum Thema Bikeverkauf. So, wenn ihr natürlich Interesse an dem Fahrzeug habt, ich packe euch den mobile Link unten in die Beschreibung. Ich habe auch versucht, das Ganze möglichst genau zu beschreiben, damit man da einfach einen bestmöglichen, du blinkst nach links, Bruder, bestmöglichen Einblick in die Karre bekommt. Zustand ist wie gesagt super, Alter. Ich bin echt so zufrieden mit der Karre. Das Fahrzeug ölt gar nicht, frisst kein Öl. Ich, keine Ahnung, warum nicht, Alter. Jeden, den ich kenne, der eine SMC fährt, berichtet davon, dass seine SMC einfach Öl frisst und meine tut es halt gar nicht. Also wirklich, ich musste jetzt nach einem halben Jahr einmal ein bisschen Öl nachfüllen, weil sie nicht mehr quasi auf Mitte Ölstand war einfach. Und sonst läuft die Karre einfach. Das ist so geil. Diese Karre ist so geil, Mann. Ja, ich mache halt jährlich den Ölwechsel mit der Karre. Ich benutze halt immer das Modul. Das ist halt ganz geil. Das ist einfach dieses geile Grün. Das ist halt mega sexy. Und sonst halt auch einfach übelst geiles Öl. Und ich bin ultra zufrieden, weil sie frisst kaum Öl. Also, und sie läuft super gut. Von daher denke ich, ist es das perfekte Öl. Und es empfiehlt halt auch jeder, ne? Ansonsten
Bremsflüssigkeit gemacht. Ich mache die Kette immer regelmäßig sauber und fette die dann wieder. Ja gut, die Reifen, die vergewaltige ich halt ein bisschen, aber ich habe auch einen kleinen Hasskick auf die Reifen, weil die halt echt keinen Grip haben in Kurven so. Also außer wenn die halt richtig warm sind, aber bin immer zu faul zum Warmfahren. Das fuckt halt immer ein bisschen ab, die Reifen sind halt nicht so nice. Ansonsten bin ich aber wirklich mit dem Fahrzeug übertrieben gut umgegangen, aber auch eigentlich mit jedem Fahrzeug, was ich besitzt habe. Weil normalerweise gehe ich davon aus, dass ich länger was davon haben will. Nur jetzt passt es halt gerade irgendwie nicht in den Lifestyle. Deswegen kommt sie halt weg. Die schöne. Tut weh, Mann. Tut weh. Ist echt ein geiles Bike. Also ohne Scheiß mit diesem Bike hier einfach Spaß zu haben, perfekt. Fürs Cruisen und Touren, weiß nicht. Dafür ist es einfach zu geil. Das ist für mich einfach Verschwendung von dem Bike. Und das Problem ist halt, ich wohne einfach hier am falschen Standort, um mit diesem Bike auch wirklich Kurvenspaß zu haben, weil hier ist nur Flachland. Und die nächsten Kurven sind, glaube ich, eine Stunde weit weg. Und jedes Mal eine Stunde irgendwie Autobahn zu fahren, das fühlt sich einfach nicht gut an, Mann. Einfach nicht gut. Ach Leute, ich liebe dieses Bike. Das Ding läuft doch so gut, ey, ohne Scheiß.